Tore. Den Dreck können wir behalten. Hier haben wir nochmal schön Zuckerrohr. Boah, unsere Samenbank ist ja auch fast voll. Ach, in der Hölle wollte ich auch noch ein Haus bauen. Siehst du, ich frage immer, mir fällt nichts mehr ein und so, von wegen bauen und dann... Hä? Haben wir unser ganzes Bambus verbaut? Ne, hier oben ist es. Getreide... Warum ist denn hier so viel? Wolle, die kann ich eigentlich schon mal... Nee, ich pack die erstmal rein hier. So. Dann flitzen wir mal nach unten. Ja, mit dem Leuchtturm da... Ja, wer die Kommentare mal verfolgt, der wird es wahrscheinlich gesehen haben. Das hat nämlich auch jemand in die Kommentare gepostet, was ich da bauen wollte bei dem Leuchtturm. Nichts Aufregendes und super Neues, aber doch ganz cool. Die Eier, seht ihr? Oh, siehst du, die Eier wollte ich ja hier bunkern. Und dafür wollte ich ja die Hühner mit Getreide paaren. Und deswegen hole ich mal doch nochmal ein bisschen Getreide. Mein Haus ist mir irgendwie immer noch zu klein. Ich will ein größeres Haus haben. Ich weiß, einige finden sich jetzt schon nicht mehr zurecht, aber... Und einer hat auch mal geschrieben, das erinnert ihn total an Debitors Haus. Bitte was? Also ich finde Debitors Haus... Naja, ich will jetzt nicht schöner sagen, ne? Jedes Haus hat da so seinen Charme, aber... Findet ihr, also ist es aus Holz. Du hast dein Haus aus Holz gebaut, das ist total das gleiche, was Debitor auch gemacht hat. Ne, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Drei wollte ich holen. Das war's. Es war schon wieder dunkel. Gehen wir erst pennen oder? Ja, wir gehen erst pennen. Und, oh, wie ich es immer vergesse, ne? Ich wollte nämlich noch das brennen und das brennen. Und ich wollte auch noch... das und das und das im Brennen. Aber wir haben bloß 4 Öfen. Wir bräuchten vielleicht wirklich mal noch mal 4... ein paar mehr Öfen. So. Dann mal das da rein und das da rein. Das da rein und das da rein. Gut. Dann hole ich mir eben noch mal ein bisschen Kohle, damit wir mal ein bisschen Kohle mit haben. So. Jetzt gehen wir pennen. Ist zwar egal, wir sind jetzt eh erstmal unten, aber... Ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn ich stark ist und so, ne? Ich meine, die Monster spawnen trotzdem, aber... vielleicht nicht ganz so viele. Und dann, genau, das wäre eine gute Idee, dass wir vielleicht mal in der Hölle uns eine kleine Bahnstrecke bauen. Ich weiß, wir sind ja total scheiße in der Hölle irgendwie gespawnt, aber ich will meinen Portalraum nicht nochmal umbauen, weil der mir eigentlich so gefällt. Und in der Hölle dann nochmal, da bewegt man sich ja schneller vorwärts als oben, dass man dann da nochmal eine Strecke irgendwie baut und dann nochmal woanders hinkommt, wo ich dann vielleicht auch nochmal bauen könnte. Vielleicht auch in den Dschungel oder so, keine Ahnung, was wir jetzt im Dschungel wollen, aber wer weiß. Städter, oder dass wir sowas vielleicht nochmal machen. Dann können wir uns immer ein paar Schienen machen und so, das Schienennetz nochmal erweitern. Und soll das echt gehen? Ich habe das letzte Mal in einem Video gesehen. Kann man echt Redstone-Leitungen durch Portale verlegen? Dass man halt so Redstone-Leitungen ans Portal macht? Und dass das da durchgeht bis an das andere auf der anderen Seite? Geht das? Oder ist das nur so ein Zaubertrick, so Schnitttechnik und so? Das würde mich mal interessieren. Wäre cool, wenn das gehen würde. Nein, Schnuckis! Bei euch alles schick? Noch nicht einmal haben wir den Hebel gedrückt. So viele Folgen haben wir die jetzt schon. Und ich habe gedacht, ja, das sieht ratzfatz ja alles. Naja, dass es nicht die perfekte Hühnerfarm ist, das habe ich schon auch schon gemerkt. Ich bestelle es ja ein. Wie die mir hier einfach mal das ganze Getreide wegfressen, wa? Fressenden Viecher, die. 9, 8, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Weg. Doch schon so viele Hühner? Also dann sind es ja mindestens schon 41 Hühner jetzt. Also mehr sogar noch, da sind jetzt welche geschlüpft auch. Krass. Krass. Ja, und die Monsterfalle, die sollte ja dann eigentlich... Ich kann mal kurz zeigen, die sollte dann hier drüber sein. Hier dann irgendwie, dass dann halt das Droppzeug von den Mobs, also das gedroppte Zeug, also die verbrennt schon da oben. Und das fließt dann auch hier rein und so. Habe ich auch schon mal so ein bisschen vorgebaut. Oh, leck, leck, leck. Ja, genau. Das müssen wir jetzt bloß noch bauen. Und das möchte ich euch nicht antun. Ja, mal sehen. Mache ich dann entweder wieder Zeitraffer oder ich baue das halt offscreen oder so. Mal schauen. Bloß macht mir das natürlich auch nicht immer so viel Spaß. Das ganze Stein abzupfeln. Und daher, tja. Engagiere ich mir da irgendeinen Knecht. Nein. Slimies! Was habe ich mir dabei nur gedacht, dass ich so eine riesen Slime-Farm hier unten mache, ey. Selbst guck mal, das ist vielleicht ein Viertel von dem ganzen, von der ganzen Fläche. Na gut, ein Drittel. Und trotzdem sind hier immer noch so viele Slimes, ey. Was wollte ich? Das war einfach so, weil keine gespawnt sind. Und ich wollte die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen. Und deswegen habe ich immer weiter gebaut. Immer weiter. Flop, 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 flop. Gib mir die IP. Gib mir die IP. 25 Slimebälle. Ein Creepermann. Ja. Und haufenweise Slimes. Hier eindeutig den Weg versperren. Oh, noch so ein Riesenvieh, ey, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn einfach. Ja, das ist kacke, ne? Da, soweit habe ich auch. Ey, gar nicht überlegt am Anfang. Ein bisschen doof meinerseits. Kommt ihr nun da runter? Wieder mal nicht. Und du stresst hier ein schön. Oh, falsche Taste. Falsche Taste. Ich komme an den nicht ran. Er ist unerreichbar für mich. Mann. So. Okay. Man müsste echt ausstellen können, dass hier Slimes spawnen. Allem Slimes spawnen, ja. Es gibt immer so viele Leute, die suchen Slime-Chunks. Ich habe hier einen riesen Slime-Chunk und beschwere mich nur, wa? Aber oh, was soll man noch mit so viel Slime willen? Durch das an hier. Mal normal. Ich habe wieder ein Stack voll Slimes. Das sind echt mehr Slimes als Monster. Wo hier auch jetzt ganz gut Monster sind. Ja, doch. Ich mache einfach kurz was zwischendurch. Slimes und Monster töten ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also Ausdauer braucht man wirklich schon und Kraft im Zeigefinger. Das ist, ne, da ein gutes Steak wirklich. Das ist sehr nährhaft und gut. Okay, Wurstosch, habt ihr genug? Nein. Da kommt noch was. Hier ist noch ein Schloss. Na? Ja? Na, Schnucki? Achso, ich dachte, wir haben jetzt echt 64 Pfeile gleich hier durch. Das läuft ganz gut, wa?
Also zumindest kommt hier regelmäßig was an. Bis jetzt zumindest. Wollen wir mal reinlunschen? Hat sich's ausgemonstert? Gemonstert? Nein, da habt ihr noch was gesehen. Creeper! Slime. Okay. Ja, gut, dann können wir jetzt mal wieder weggehen. Das scheint es dann wohl erstmal gewesen zu sein. Noch nichts geschafft und schon wieder eine halbe Stunde um. Wie mache ich denn das immer? Erzählt mir das mal einer, wie mache ich das immer? Jo! Ja, dann wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen am Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich den machen soll. Was da so eine angemessene Höhe ist. Das weiß ich gar nicht. So, okay, jetzt haben wir. Also ich sag mal, wenn die Truhe voll ist, dann können wir den Hebel umlegen. Der Hebel! Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen und dann beginnt das Massensterben. Holz. Ja. Genau. Was sieht jetzt, ja. Ich geh mal wieder. So, ihr seid fertig hier? Gut, dann können wir hier nochmal das Gold reinschmeißen. Yeah, 59 Steaks. 43 Eisen. Holziges. Was wollte ich denn hier jetzt? Ach ja, das Eisen. Pfeil haben wir noch gar nicht drin. Ja gut, dann. Slimes, Slimes, Slimes. So viele Slimes. Der goldene Apfel, der verrottet hier auch schon langsam. Verdorrt. Verfault, wollte ich wohl sagen. Brauche ich noch was außer die volle? Ich glaube erst schon mal nicht. Brauche ich eine Schere bei? Ja, aber die ist auch nicht mehr so fit. Nehme ich mal die hier noch mit. Es wird schon wieder dunkel, wa? Es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Aha! Leuchtturm, ich komme. Ja, also das muss auf jeden Fall größer noch. Boah, mal schauen, damit das gut aussieht. Ich sag mal so, bis hier so, wa? Würde ich mal sagen. Das sind schon noch ein paar Schichten. Ansonsten sieht das so mickrig aus, ne? Wir können ja nicht so ein mickriges kleines Ding da hinstellen. Und dann würde ich gerne mal noch einen richtigen Abgang nach unten machen, also so richtig mit Steintreppe und so. Das auf dem Dreck rumhüppeln, das ist so provisorisch und so altmodisch. Ach, Leitern. Na gut. Ja, dann latsche ich halt hin und her, aber ich will erstmal die Leitern in den Truhen verbrauchen, bevor ich mir immer und immer wieder neue mache. Ist aber auch kein Problem, ich weiß, aber... Ne? Wisst ihr, müsst sparsam sein in diesen schweren Zeiten. Na, gutes altes Haus, das wir so gut wie nie besuchen. Oh, weia. Oh, weia.
Oh, war ja, jetzt weiß ich, warum es da war. Na gut, dann